Hallo meine Lieben, hier kommt man zu einem Video zum Kaufhof in Göppingen zur Verabschiedung, weil der Laden ja jetzt zumacht. Und dann tun wir, ich und mein Kollege, Ihnen eine letzte Ehre erweisen und euch nehme ich mit dazu. Also, kommt mit. Ich kann euch alles mal zeigen, wie es da drin noch so aussieht und alles. Und die Welt wieder anders aus. Ja. Nie vergessen, man muss immer gleich mit der Maske hier rein. Ne? So, jetzt zeige ich euch erstmal alles von hier im Erdgeschoss. Dann kommt der erste Stock dran und dann kommen wir ganz unten. So, viel Spaß! Immer schön mal rechts filmen, mal links filmen, und man schön so ganz am Luften. Das machen wir alles schon drauf. Heute ist schon ein bisschen was los, weil wir an einem Samstag sind. Der Laden macht ja bald zu. Deswegen müssen die Leute immer schön shoppen gehen. Wir sind alle mal zusammen in den ersten Stock hoch. Muss hier auch gezeigt werden, was hier los ist, ne? Was? Komm, halt ein bisschen schnell durchlaufen, eine letzte Ehre erreichen. Das haben wir auch wieder zum Kaufhof in Göppingen. Was zeigt auch was Neues. Jetzt sind wir bei Polo-T-Shirt-Abteilung. Danke mal, wie bist du? Ja, reduzierter Ware ist immer gut. Stickt man zwar was da drin. Ja, das war noch zeigen. Heute ist es vorbei. Die Abteilung ist dann schon groß hier oben. Und man muss immer sagen, da drüben gab es immer schöne T-Shirts und alles. Und tja. Laden macht bei zu. Jetzt gehen wir ganz nach unten. Ich war auf der falschen Seite. Egal, wir haben halt rückwärts gelaufen. Ja, auch nicht aus. So. Die sehen alle wie Ninjas aus. Konnichiwa. Ja, man hat sogar. Also man kennt Kaufhof schon so viele Jahre, aber man verfällt immer noch den Berg voll, weil nicht den Berg hoch. Aber jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Ja, hatte ich mal ein bisschen einen kleinen Schnelldurchlauf. Das lohnt sich, so mehrere Videos zu machen, das lohnt sich. Mal ein ganz anderes Video. Ich gehe mal zu meinem Lieblingsabteilung. Meine Hand ein bisschen runter. Okay. Essen wäre mal ein schmaler Ampel noch. Oh,
Ach, jetzt bin ich aber klein. Von 1,78 und der 2,20 Meter. Ah, muss Luft machen. Ja, da haben wir auch schon öfter mal Dinge gekauft. Mit der Ex-Freundin damals. Dafür gibt es immer noch andere Sportgeschäfte. Alles schon weit drin. Wenn die da, wenn alle Leute groß shoppen gehen. Das ist halt immer das Schöne, wenn alles im Angebot ist, die Leute stürmen den Laden. Alles billig kaufen und wieder verkaufen Geld machen. Mal so ein bisschen, was da unten drauf ist. Alles mit Gold. Das war mal mit Kaufhof, die Zeichen sind vorbei. Und trotzdem sind wir so nett und tun eine letzte Ehre arbeiten. Immer noch oben. So, wie das alles angeboten ist, oder? Ich kann mal einfach sagen. Echt, das ist ja voll da. Ich hoffe, wir müssen mit deinen Musik und so. Na ja, gehen wir mal wieder nach oben und dann verabschieden wir uns von Kaufhof in Köbinger. Hat man ja auch nicht mehr nötig. Ja, oben oder unten. Ist ja eh auf 0,5, also passt ja. Und man hält sich sogar schön noch an die Regel. Immer sauber hier. Ja, an einem Samstag sowieso shoppen zu gehen, sowieso nicht, weil man wartet hier wie auf eine Parkscheibe eine halbe Stunde. Stunde. Dass man da irgendwie dran ist. Aber für die Leute, wenn sie noch Bock haben, jederzeit noch schnell shoppen gehen, weil Ende Oktober, wie ich gehört habe, macht der Laden zu. So sieht's aus. Was mir natürlich fehlen wird, ist die Parfümabteilung. Da gab es immer schöne Angebote, wo man überlegt, 60, 70 Euro, man bekommt alles für 30 Euro. Aber naja. Alles mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. So, jetzt gehen wir für den Ausgang. Ah. So sieht's aus. Das ist der Kaufhof. Wir machen jetzt mal noch schön in den Eingangsbereich. Weil die andere Seite ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, das bleibt in Ehren behalten. Eine Teilgeschichte aus Göppingen. Also meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Ciao.